Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command One You. 1942 Szenario Mehrspieler. Mal sehen, wie es um die Verteidigung Rest Berlin steht. Ja, da gehen sie drauf, die Flugzeuge Stück für Stück, weil man sie nicht mehr verteidigen kann. Das Eisenbahngeschütz, schade, es war lange da. Das Hauptquartier, da ist noch eine lustige Landung. Danzig. Festung bei Warschau. Na gut, wäre jetzt nicht Winter, würden die das alles locker überrennen. Der Winter jetzt, der ist leider halt ein bisschen spät gekommen. So zwei Züge Winter, das hätte man im letzten Jahr benötigt. Das hätte nochmal einen Unterschied gemacht. Hier scheint es das Ende jetzt wirklich nur noch hinauszuzögern. Wenn man sich anguckt, was eigentlich noch alles fallen kann, so viele Orte sind es ja nicht mehr. Ja, die Verlustmeldungen sind auch nicht mehr so lang, weil halt nicht mehr so viel da ist, was fallen kann. Das Wetter hat sich gebessert. Kriegen noch zwei Einheiten. 131 Punkte. Jo, wo steht noch was? Hier ist noch so eine Einheit, da fliegen ein paar Garnisonen rum. Da sind noch ein paar Piloten. Griechenland. Da sieht es ja noch recht entspannt aus. Warte. Jetzt werde ich mal in die Hauptstadt rein. Ja, geht trotzdem mal in die Hauptstadt rein. Da war, glaube ich, eine italienische Einheit drin, die dann aufgegeben hat. Ja, ihr tut so, als ob ihr das noch einen Moment verteidigen könnt. Und dann sind wir auch plötzlich schon wieder vor Berlin. Und wenn jetzt das Wetter nachlässt, dann werden die Panzer hier reinrauschen und die Luftwaffe restlos vernichten. Vielleicht können wir aber hier noch diesen Panzer mitnehmen. Dann wird so, jetzt gehen die Flieger halt drauf. Wenn sie jetzt aber so oder so. Es sind auch sowieso längst nicht mehr so viele übrig. Okay, gut, die werden hier fast alle ausgeschaltet, da auch wenn ihr das Akku angreift. Okay, die gehen schon, naja, was draus. Muss es ja nicht übertreiben. Sagt er und verheizt den letzten Panzer. Der hat aber auch ein bisschen unterdurchschnittlich gekämpft. Gut, die Armeen sollten sich eigentlich nicht bewegen, um maximal verschanzt zu sein. Und am Rande ist auch mal dein Luftabwehrwaffen Upgrade. Und das erhalten können wir jetzt dann 2-2 machen, aber 3-1 auf den lohnt nicht. Du darfst nochmal irgendwie nach hinten. Falls das hier hinten ist, wo ich ihn gerade hingestellt habe. Müsst noch mal da unten rein. Können ja noch die neuen Einheiten. Da kann irgendwer hin. Das weiß ich, in den Ort. Da kann auch jemand auch. Hier unten können wir noch massenhaft platzieren. Weil wir, ach, weil Wien ein Industriezentrum ist. Und dann kriegt jetzt auch noch mal Spezialeinheiten. Ja, sonst ist hier eher nicht so viel los.
Gut zu heilen lohnt sich jetzt kaum. Würde eh drauf gehen. Weil das Chor hat ja noch eine gewisse Chance zu überleben. Will ich da rein? Okay, dieser Flieger hier taugt auch nicht zur Fronteinheit. Will ich noch so davor schieben. Naja, und ihr kommt hier auch nochmal irgendwie ein bisschen weg. Was weiß ich. Gut sind wir. Den Panzer leider nicht losgeworden. Und schauen mal, ich spekuliere jetzt mal ganz vorsichtig, dass Berlin im nächsten Zug fallen wird. Also man darf ja doch noch die Flak daran stellen. Dass da noch wenigstens so viel wie möglich abgefangen werden kann. Also die würde wahrscheinlich einfach kaputt geschossen werden, deutlich schneller als die Spezialeinheit. Naja, wenn man eine steht dran, dann lassen wir es so. Und ich nehme mal an, das war es im nächsten Zug. Wir können auch Spaß noch eine Garnison kaufen. Ja, immerhin bis 1946 durchgehalten. Hier da hinten gibt es ja auch noch. Oh nein, jetzt schließt sich Algerien an, jetzt müssen wir aufgeben. Keine Chance mehr. 104 MPP. Ach ja, die Zahlen werden immer miserabler. Dann an dieser Stelle erst wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.